Was geht, Leute? Hamburg Youngsters und herzlich willkommen zum 13. Adventskalender-Türchen. Und ja, wir haben wieder ein paar Packs am Start. Wen können wir ziehen? Cristiano Ronaldo, ST. Haben dann auch noch, also in Form. Und wir haben noch in Form Ibrahimovic, Hummels und Co. Und wir können ab heute allerdings Roberto Carlos ziehen, die Legende Ultra. Ich habe ihn damals so gefeiert. Ich will die unbedingt wenigstens einmal in FIFA haben. Einmal. Wir ziehen auch gleich das erste Päckchen. 15 kahle Spieler, die ziehen werden verlost. Mal gucken, ob wir ihn ziehen. Das wäre natürlich richtig bitter, aber auch geil irgendwie. Und wir haben hier Fafan. Gar nicht mal so schlecht. De Guzman. Fafan ist kein schlechter Mann. Mal gucken, wie teuer der ungefähr ist. Der dürfte ja ein bisschen was wert sein, oder? Okay, 3K, 1K läuft irgendwie nicht so. Den nehmen wir trotzdem mal mit. De Guzman. Und wen haben wir hier? Den Namen, der unaussprechbar ist. Okay, der ist auch nichts wert. Dann nehmen wir jetzt die Verträge mit. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich beim zweiten Pack. So, zweites Päckchen am Start. Mal gucken, was jetzt kommen wird. Komm schon, bitte, Alter. Wir müssen einen guten ziehen. Ich will was Geiles ziehen, damit wir es Gutes verlosen können. Und wir haben... Alter, das ist dein Ernst, Jones. Ich habe nur eine Rare-Karte. Ist das wirklich dein Ernst, Mann? Oh mein Gott. Richtig miserables Pack. Aber momentan haben wir wirklich viel Pech. Aber, Alter, die würde ich gar nicht mitnehmen. Was soll ich mit Attribute plus 10? Ja. Dann sehen wir uns jetzt beim letzten Pack. So, ja, das war's auch schon wieder, meine lieben Freunde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wer günstige Coins braucht, unten ist der Link in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne gönnen. Es kommt ja bald das Team of the Year. Momentan sind sie noch billig. Also schlagt lieber zu, bevor es teurer wird. Die Sponsoren werden natürlich das auch sehen, wenn das Team of the Year kommt und die alle Sachen erhöhen. Damit verabschiede ich mich und ich wollte noch ganz kurz was sagen, vor allem bevor ich mich verabschiede. Momentan ist wirklich schwierig bei mir. Ich habe private Probleme momentan ein bisschen und deswegen kann ich nicht zwei Videos am Tag bringen. Das wird sich aber wieder ändern jetzt die Tage und ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall drauf. Und dann verabschiede ich mich, euer Hamburg Youngsters Kevin ist raus und ciao!